Letzter zu Wort gemeldeter Redner bei diesem Tagesordnungspunkt, Nikolaus Schirak, Verfassungssprecher der NEOS. Einerseits ja nur eine Umsetzung eines höchstgerichtlichen Urteils ist, das klar festlegt, dass wir eben auch im normalen Verwaltungsverfahren die Möglichkeit haben müssen, Verfahrenshilfe zu gewährleisten. Und ich glaube schon, dass es richtig ist, dass wir hier diese trotzdem die Möglichkeit haben, dass bei einem aussichtslosen Verfahren die Verfahrenshilfe eben nicht gewährleistet wird, weil unser Kollege Stefan hat schon angesprochen, natürlich jetzt schon die Situation absurd ist, dass das hier der Rechtsanwaltskammer an sich über geantwortet werden soll, die Bezahlung. Und natürlich verstehe ich das Argument, lieber Albert Steinhauser, aber es muss schon auch irgendwo einen Punkt geben. Es ist wichtig, dass wir schauen, dass wir die Rechtsumsetzung so leicht wie möglich den Bürgerinnen und Bürgern machen, dass sie zu ihrem Recht kommen. Aber es gibt halt immer wieder Verfahren, wo Leute komplett aussichtslos versuchen, Verfahren anzustrengen. Und deswegen halte ich es für richtig, dass es natürlich auch eine Hemmschwelle gibt und auch eine gerechtfertigte Schwelle. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das hier genauso wie in der Zivilprozessordnung geregelt wird.